Hallo meine lieben Möchtegern-Diktatoren da draußen und herzlich willkommen zurück bei Tropico 6. Wir versuchen immer noch hier Gold abzubauen und jetzt unsere allerersten Überfallspunkte aufzubauen. Das dauert aber irgendwie relativ lange. Tja, bin mal gespannt, wie lange das dauert. Auf jeden Fall sollte die Zeit jetzt endlich mal weiterlaufen, verdammte Axt. So, ich möchte mal schauen, wie das jetzt hier aussieht. Naja, wird eine Weile dauern. So, auf jeden Fall bekommen wir jetzt immer mehr Leute. Und ich schaue gerade eben mal. Ich kann nicht sehen, was dieses Schiff hier geladen hat. Der Frachter hat auf jeden Fall. Boah, Felle geladen, so wie es aussieht. Da kommt nochmal irgendwie so ein kleines Boot an. Wir sollen den Fischereihafen bauen. Wir sollen ein Holzfällerlager bauen. Wir sollen so vieles bauen und Gold schmuggeln. Es ist der Wahnsinn, was wir alles hier machen sollen. Eins nach dem anderen auf jeden Fall. Und wir haben jetzt hier auch den Kokosnusshansel. So, diese komische Insel hat bloß irgendwie nichts außer einem SOS-Steinchen, ne? Und ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses Brot hier herstellen soll. Also Brot für das Volk, die Stufe. Keine Ahnung, die Verordnung auf jeden Fall läuft noch. Ist auf jeden Fall seltsam. Kannst aus irgendeinem Grund nicht verbessern. Wird sich hoffentlich noch erledigen. Erhöhen wir mal die Geschwindigkeit. Damit wir jetzt endlich hier die Wohnräume bekommen. Denn da möchte ich schon mal ganz, ganz gerne mal gucken, also wie viele Leute jetzt noch obdachlos sind. Also arbeitslos ist keiner, aber obdachlos sind so einige Leute. Wer wohnt denn da alles? Eine Menge Leute wohnen da. Wobei eigentlich gar nicht, ne? Sind die Leute hier sind eigentlich gar nicht so sehr interessiert in diesem Wohnraum. Nötiges Vermögen arm. Benötigt gut situiert. Immer mit der Geschwindigkeit runter. So, auf jeden Fall haben wir jetzt das hier abgeschlossen. Wir sollten wohl etwas mit all diesem überschüssigen Holz anfangen, meinen Sie nicht? Vielleicht verbrennen. Jeder mag ein Lagerfeuer. Genau, jetzt haben wir es gehackt, jetzt verbrennen wir es halt. Oder, ich bitte um Nachsicht, wir könnten etwas Profitables damit machen. Wie heißen Sie diese dünnen Holzdinger? Blinken? Plonken? Wie auch immer sie heißen, machen Sie ein paar davon und exportieren Sie. Die Krone bezahlt mich dafür, nicht dafür, Wörter zu kennen. Ja, geil, okay. Also, wir sollen uns ein Sägewerk herstellen. Gut. Dann, guck ich mal, wo das Sägewerk ist. Das dürfte hier eigentlich bei der Industrie sein. Sägewerk. Ja, können wir direkt eigentlich da jetzt hier gegenüber setzen, ne? Dann säge mal, du Sägewerk. Warte mal, wir können es eigentlich sogar dahin machen. Weil dann nehme ich hier nicht diesen wertvollen Platz weg. Hier am Strand ist das nicht so wichtig. Das Ding behauptet, es hätte keinen Straßenzugang. Es lügt. Es lügt wie ein Lügerich. Ich hasse es dafür. So, jetzt. Jetzt muss ich es nicht mehr hassen. Sehr gut. Wie sieht es eigentlich aus mit unserer Handelsroute? Wann ist die endlich erfüllt? Rum. Ja, es sind noch zwei Fuhren oder so dergleichen. Auf jeden Fall kommen immer mehr Leute jetzt hier ran. Ich würde ganz, ganz gerne wissen, wer von unseren Leuten eigentlich jetzt wirklich tendenziell obdachlos ist. Es sind eher die gut situierten Leute, die obdachlos sind. Das heißt, ich muss denen also auch entsprechende Wohnhäuser natürlich zur Verfügung stellen. Also eher so Landhäuser. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Reich oder wohlhabend? Nee, das bringt mir nichts. Reiche oder wohlhabende Leute bringen mir gar nichts. Dann packe ich da nochmal so ein Häuschen rein. Mhm. Und wie sieht es da hinten aus? Da hinten schippert unser Schiff jetzt hier auf jeden Fall rum. Unser Piratenschiff. Überfall! Oh! Wurde durchgeführt. Ach nee, der Raub ist jetzt im Gange. Ah, okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann ich eigentlich irgendwie sehen, wo die. Ach, die verladen, glaube ich, das Gold jetzt darüber, oder? Die schippern da jetzt rüber. Ich könnte sie auch hier theoretisch jetzt hier anlanden lassen, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Lassen wir sie einfach da wohnen, wo alle anderen auch wohnen. Ein weiteres Landhaus finde ich ganz cool. Wo will ich das hinmachen? Hier so dahinter, oder? Hier so hin.
Die brauchen dann bloß wahrscheinlich jetzt wieder so einen Straßenzugang, befürchte ich. Deswegen mache ich jetzt hier auch mal einen hin. So. Das heißt, ich kann jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein Wohnhaus planten. Eigentlich genau genommen sogar mehrere. Komischerweise geht da keins hin, aber hier würde eins hingehen. Muss man hoffentlich nicht verstehen. Naja, machen wir es mal so. Dann haben sie auf jeden Fall jetzt hier die gut situierten Leute auf jeden Fall genügend Wohnraum. Das sind glaube ich auch die, die jetzt hier einfach so regulär arbeiten, ne? Ja, die arbeiten hier alle jetzt hier. Naja, die sind momentan irgendwie gar nicht anwesend. Weiß nicht warum. Es kann gut sein, dass es für die einfach zu weit weg ist. So, Sägewerk wird gebaut. Was sind wir beim Transportbüro? Ich dachte, ich hätte schon ein Transportbüro. Ne, das ist eine Baracke. Ich reiß den Scheiß mal ab, ey. Da braucht keiner wohnen. Wo ist mein Transportbüro? Da ist das Transportbüro. Das soll da jetzt hin. Statt dem anderen Teil. Ah, jetzt haben sie auch den Platz hier eingenommen. Sehr gut, das heißt, ich muss denen jetzt hier wiederum eine neue Perspektive bieten. In einer Baracke. Dann bauen wir die Baracke da noch hin. Und dann baue ich daneben nochmal so ein Landhaus hin. Wobei ich gerade eben ehrlich gesagt nicht weiß, ob man lieber so Viertel machen sollte, ne? Oh, ich kann das elektrifizieren, aber erst bei den Weltkriegen, okay. Jetzt ist es endlich weg, na also. Transportbüro, bitte her. So. Wird gebaut. Wichtig. Hohe Priorität. Sehr hohe Priorität, ja. Wundert sich, dass er hier kein Holz bekommt. Ja, hier werde ich jetzt nicht so viel da reinklopfen, ne? Das macht wenig Sinn. Ich habe ja keinen Lieferadresse vor allem. Ich habe keinen Lieferauftrag, das ist hier gerade eben zu machen. So, Überfall. Findet gerade immer noch statt. Eine Schatzjagd. Verfügbare Blaupause hin. Verfügbares Regimewerkzeug. 10.000 Ocken. 5.000 Überfallpunkte. Irgendjemanden retten. Piraten werden voraussichtlich einige Schiffe finden, ohne bestimmten Fokus. Ah, ich warte mal. Erstmal muss der andere Job noch erledigt werden, ne? Der Goldschmuggel läuft ja. Geben wir mal noch zweifache Geschwindigkeit. Dann tut sich vielleicht auch mal irgendwas. Na also, wir haben diese Aufgabe wieder abgeschlossen. Sehr gut. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich nochmal einen weiteren Job annehmen soll. Wir haben gerade eben... Verfügbar. Kaufen Sie für 2000 eine neue Handelslizenz. Was? Ja. Ich will Handelslizenzen kaufen, keine Frage. Das sind jetzt übrigens, glaube ich, die Marktschwankungen, ne? 15 Abweichung, 15 unter dem Standard. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das heißt, es ist für mich günstiger, kann das sein? Wenn es grün ist, sollte man ja meinen, dass es für mich gut ist. Sollte man meinen. Eisen habe ich aber nicht. Baumstämme. Würde durchaus Sinn machen, denn wir bauen da gerade eben welche ab. Nach Handelspartner sortieren. Das finde ich gerade sehr viel besser. Zucker, Wolle. Also ich kann gerade eben nur mutmaßen, aber ich denke, dass grün für mich natürlich gut bedeutet, oder? Kakao, Kaffee, Eisen, Baumstämme. Verträge unterschreiben, dann machen wir doch mal. Menge, 1000. Machen wir diese kleine Aufgabe Sie hier. Sie haben das Richtige getan. Sprich, was auch immer die Krone will. Tee? Lassen Sie uns aber nicht selbstgefällig werden, sondern an das alte Sprichwort denken. Der Gouverneur von heute fegt morgen die Plantage. Ha, ein lustiger Gedanke. Ich wette, Ihre Vorgänger würden gerne Plantagen fegen. Momentan vom Geld her stehen wir noch gut da, deswegen verlängere ich meine Mandatszeit noch mal ein bisschen.
Finde ich gerade eben sehr viel witziger, wenn ich länger bleiben darf. Ganz im Ernst, ich werde den Kollegen jetzt hier den irgendwie auf das Minimum stellen. Naja, ich stelle den hier aufs Minimum. Dafür stelle ich den hier wiederum aufs Maximum. Baumschule, kalte Krieg, das geht alles nicht. Und hier Motorsäge, geht auch alles nicht, okay. Gut, warte mal. Kann die, glaube ich, aber alles sperren hier, ne? Zack. Nein, ich will keine ausländischen Arbeiter einstellen. Komm mal hier weg mit. Ich will, dass nur noch eine arbeitet und der soll auch nur mit halber Backe arbeiten. Für den Verbrauch von Baumschulen 30%, die Effizienz steigt um 30%. Gute Arbeit. Dieser Fischereihafen versinkt praktisch unter dem Gewicht von kalten, nassen, glitschigen Fischlein. Ja, das ist auch das, was Sie wollten. Es ist einfach nicht das Leben, das ich mir gewünscht hatte, wissen Sie? Fischlein, Rum, Kokosnüsse und fragen Sie gar nicht erst, wie groß die Spinnen hier sind. Ich habe mich erst gestern auf eine gesetzt. Ich hatte sie mit meinem Stuhl verwechselt. Ich weiß nicht, wer von uns beiden überraschter war. Naja, auf und davon. So, sehr gut. In dem Fall hole ich mir jetzt hier das Geld mal. Ahoi, Gouverneur. Oder heißt es Harr? Ich muss noch viel über Piraterie lernen. Ich meine, über den undokumentierten Handel. Okay, der gute Penultimo hat anscheinend zu viel Fluch der Karibik geschaut. Penultimo hat bereits eine aufwendige Mannschaft sowie ein salziges Schiff gefunden. Oder war es umgekehrt, damit wir die unwichtigen, aber schweren Kisten an einen sicheren Ort bringen können, der absolut keinen Zufluchtsort für Freibeuter und Tunichtgutiger darstellt. Wir haben noch keine Beute zum Freien, aber ich arbeite daran. Okay, wir sollen jetzt hier Gold zur Piratenbucht liefern. 100, das wird wohl hoffentlich von alleine passieren. Hier kann ich gerade eben ansonsten nichts tun. Was wollte ich eigentlich gerade eben tun? Revolution. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Yay. Ja, okay, sie freut sich. Gut, dann werden wir jetzt hier noch... Ja, nochmal die 10 revolutionären Immigranten hier willkommen heißen. Für noch mehr Arbeitskraft. Denen fehlt hier das Material. Was kann ich denn Verbesserungen machen? Also es ist nur dieses Fernglas immer noch. Na gut, na gut. Gold wird jetzt hier hoffentlich hingeliefert. Wie viel Gold hat er dabei? 65 Gold. Ja, ja, das geht relativ flott. Da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Mhm. Ich glaube, ich wollte einen weiteren Vertrag unterschreiben, kann das sein? Ne, die Baumstämme haben wir schon. Noch eine weitere Handelslizenz kaufen, ne? Kann ich mehrere von diesen Dingern hier abarbeiten. Dann lassen sie noch mal ein bisschen Rum verschicken. Und noch mal ein bisschen Zucker. Dann haben wir diese drei Dinger am Start. Ich glaube, dass 15% unter Standard... doch, es ist für uns Standardkosten für 1000, 1500. Routenkosten pro 1k sind es momentan weniger. Okay, doch, es scheint gut für uns zu sein. Es scheint gut für uns zu sein, yeah. Das heißt, dass sich momentan diese hier gar nicht lohnen. Außer vielleicht Milch, aber Milch produziere ich gerade eben sowieso nicht. Gut, und das heißt also, ich könnte andere Sachen jetzt einlagern, solange ich wie sie halt nicht... verkaufen möchte, um dann eventuell diese Schwankungen des Marktes auszugleichen. So, wie sieht es aus? Baut hier mal schneller die Häuser. Okay, sie bauen jetzt auch schon. Sehr gut. Damit die Leute ja mal nicht mehr so obdachlos sind. Wie obdachlos sind sie denn? 14 Bürger sind obdachlos, 3 sind arbeitslos. Mhm, und zwar ungebildete Leute sind arbeitslos. So, für was brauchen wir denn? Das hier sind, glaube ich, ungebildete Arbeitsplätze, ne? Bildung ungebildet. Das ist aber auch ungebildet. Also eigentlich sollen die nicht so tun, ne? Es gibt die Arbeitsplätze, sie müssen sie sich bloß holen.
So, wieder ein Job abgeschlossen. Gouverneur, mehr, immer mehr. Na los, die Krone verlangt danach. Jawohl, wir haben Geld und Mandat bekommen. Yes, das mag ich, sehr gut. So, weitere Export abgeschlossen. Und wir sollen nochmal eine machen. Na gut, das scheint eine Endlos-Quest zu sein. Soll immer noch Planken exportieren, das könnte eine Weile dauern, ey. Realisiere gerade, dass das vielleicht nicht der beste Plan war von mir hier. Okay, wir gehen jetzt wieder aufs Normale. Wie viel Holz habt ihr eigentlich jetzt hier schon? Baumstämme, 3000, aha. Kann ich euch irgendwie verbessern? Ne, das sind alles nur Weltkriegsverbesserungen. Ich hatte doch schon so ein Transportbüro. Okay, jetzt habe ich halt ein zweites gebaut. Was soll's. Na gut. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch ein geheimes Anliegen. Ja, ich soll jetzt hier Retten durchführen. Gut, dann rette ich halt mal jemanden. Das heißt, in Wahrheit entführen wir Leute. Dann retten wir jetzt mal jemanden. Und 1984 Punkte, das ist ganz schön teuer, muss man ganz ehrlich sagen. So, wie viel Gold haben wir jetzt hier angesammelt? Wie es aussieht, habe ich das schon fertig, oder? Ich sehe nämlich gar kein Gold. So wie es aussieht, haben wir das schon abgeschlossen. Der Goldschmuggel. Wie sind den Überfall Goldschmuggel ab? Aber oder kommt das gerade eben jetzt an? Ja. Ich dachte, wir würden nie nach Tropico zurückkehren. Alles im Lot auf dem Piratenboot, Kapitän. Und alles tipptopp mit dem Nautischen. Wir würden euch applaudieren, aber dann müsstet ihr euch mit dem Klatschen eines Einhändigen zufrieden geben. Okay. Gouverneur, Sie bauen Gold für die Sache ab und verdienen sich so meinen Respekt. Aber es ist ein Respekt, der geheim bleiben muss. Ja, ja, ich verstehe schon. Die Moral des Volkes ist gestiegen. Wir haben noch nie zuvor Gold. Moral eigentlich auch nicht. Immer mehr Brüder und Schwestern stürmen einen, gehen langsam auf uns zu, um sich unserer Sache anzuschließen. Unsere freiberuflichen Experten für gemeine Geschäfte sind gut im Rekrutieren. Gut, ich bekomme Ruhe. Oh, Retter meines unwürdigen Lebens, lasst mich euch meinen Wert beweisen. Penultimus raffiniert, Penultimus clever und Penultimo weiß, bei wem man sich einschmeicheln muss. Mit Hilfe der Piraten und meines, eures Genies, Gouverneur, haben wir eine hinterhältige kleine Handelsroute eingerichtet, um unser Gold zu exportieren. In Kokosnüssen. Wisst ihr, Lord Windel ist von Natur aus ein misstrauischer Mann, aber er hasste Kokosnüsse, deswegen sind sie ideal, um unser Gold zu verstecken. So können wir diese Goldnüsse exportieren, um Gelder für unsere Unabhängigkeit zu sammeln. Okay, jetzt soll ich hier den Kokosnussanteil, den habe ich. Besitzen Sie mindestens eine Goldmine. Handelsroute aktiv Goldnuss und Goldnuss exportieren. Okay, machen wir. Die Goldnüsse exportieren kriegen wir hin. Da kann ich auch direkt hier drauf legen. Wo sind denn die Goldnüsse? Da, das wäre Gold. Muss ich gucken. Goldnuss. Goldnuss hier. Ich muss halt diese Handelsroute erst kaufen, deswegen habe ich es jetzt hier gemacht. So, jetzt exportieren wir die Goldnuss nach Piraterieland. Gar kein Problem, machen wir jetzt einfach. Frage ist bloß, ob es da jetzt von hier aus gemacht wird. Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Ich erhöhe jetzt auf jeden Fall hier erstmal die Dingens, ne? Was sind das eigentlich für Jobs? Das sind auch ungebildete Jobs. Ja, komm, ich erhöhe das jetzt mal. So, wieder haben wir einen Handel abgeschlossen. Wunderbar. Sie haben das Richtige getan. Sprich, was auch immer die Krone will. Yeah. Ich erhöhe noch mal meine Mandatszeit. So, ich will gerade mal schauen. Irgendwo muss ich doch sehen, wo meine Mandatszeit im Grunde aufgelistet ist, ne? Das muss doch irgendwo stehen. Die Krone findet uns super. Politik, Revolutionäre, moderate Revolutionäre, starke Revolutionäre, fanatische Revolutionäre.
Ah, sie ist die Fraktionsführerin. Ah, Carmen Kaczmarek. So viel zu tun. Aha, wenn ich sie nicht mehr mag, kann ich sie loswerden. Und da ist der Alejandro Vasquez. Kann ich helfen? Mhm, ich könnte sie bestechen, was bringt es? Beauftragen Sie die Lieferung eines schwarzen Koffers an Alejandro Vasquez, woher sollen Sie wissen, von wem er kommt? Naja, weil das Geld darin mit Ihrem Gesicht bedruckt ist. Frage mich dann, was das eigentlich dann bewirkt. Arbeit in der Hafenanlage, ist 39, er ist gut situiert und ungebildet. Ich weiß nicht, was das tut. Ich mache es mal momentan nicht. Seine Zufriedenheit ist ja okay. Wir werden frei sein. Ich kann es nicht glauben, das System läuft. Wir werden frei sein. Heute werden wir nicht rebellieren, aber morgen schon. Ich frage mich, was in all diesen Kisten ist. Bevölkerung, Zufriedenheit geht tendenziell nach oben. Wir haben momentan gar keine Arbeitslosen, aber dafür wieder Obdachlose. Wer ist denn schon wieder obdachlos? Schon wieder die armen Leute. Okay. Dann muss ich mal schauen, in was die da jetzt wohnen sollen. Also brauchen wir wieder mal Wohnraum für arme Leute. Wohngebäude von niedriger Qualität. Bewohner muss mindestens arm sein. Mindestens arm. Sorgen wir mal dafür, dass die jetzt hier nicht mehr so obdachlos sind. Planken werden schon exportiert. Bin ich am Überlegen, ob ich noch mehr Planken exportieren will. Nochmal eine Holzfällerei. Weiß ich natürlich nicht, ob das Ding jetzt hier irgendwie. Also, ob sie sich jetzt gegenseitig hier den Platz streitig machen. I don't hope so. Wäre sehr doof, wenn das so wäre. Wir bauen das jetzt mal dahin. Geben und nehmen. Für jeden gefällten Baumpflanzenarbeiter einen neuen Setzling. Ja, die sollen ruhig einen Setzling planten. Das wäre ziemlich doof, wenn man das anders machen würde. So, aber erstmal, ja, die bauen schon. Perfekto. Aber ich kann jetzt eine weitere Handelsroute übrigens schaffen. Fälle, Fisch. Ja, Fisch, 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 Fisch. 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 Ja, machen wir erstmal nochmal so einen kleinen Job, ne? Ich habe nochmal eine weitere, die verfügbar ist, stelle ich gerade eben fest. Muss ich wieder rummachen. Was haben wir denn schon am Laufen? Fisch, Goldnuss, Zucker. Dann machen wir wieder rum. Machen wir mal ein bisschen mehr. Deutlich mehr. Rumproduzieren wir sowieso. So, wie sieht es denn mit der Goldnuss aus? Momentan haben wir noch gar keine Goldnuss jetzt hier irgendwie zusammen. Es kann gut sein, dass ich vielleicht noch mehr Kokosnüsse brauche für diese Aktion. Kokosnussernte? Das weiß ich natürlich nicht. Es kann ja sein, dass das hier der Radius ist. Aha, ich habe... Das war mir nicht ganz klar, dass das eventuell damit zusammenhängt. Okay. Ich habe nämlich davor diese gestrichelten Linien noch gar nicht gesehen gehabt. Muss ich zugeben, aber ja, da sind gestrichelte Linien. Die Leute bauen natürlich jetzt hier Hütten, weil sie da wohnen wollen. So, der ist arm. Ein Kokosnussanbau. Das heißt, ich kann denen jetzt eigentlich hier mal Häuser hinsetzen. Sie wollen hier wohnen. Na gut, dann baue ich ihnen halt jetzt eine Baracke dahin. Soll mir recht sein. Und was, wie sind die? Die sind gut situiert. Das heißt, die wollen ein Landhaus. Dann baue ich ihnen jetzt Landhäuser hier direkt dahin. Das ist bestimmt nicht der geilste Ort, um zu wohnen. So. Noch ein zweites Landhaus. Hier so hin. Und noch ein drittes Landhaus. Hier so hin. Direkt hier quasi so auf unserer Industriemeile in Landhausen.
Ich kann die Chemie riechen. So, warte mal, wir können mal die Forschung irgendwie machen. Wir haben die Bootswartung jetzt schon erweitert. Soll ich eine Strafkolonie machen? Ah ja, komm, jetzt machen wir die Strafkolonie. Wir sind ja auch nicht zur Belohnung hier. Das lässt uns dieser Brite immer wieder ganz eindeutig wissen. Interessanterweise ist diese Rumdistillerie, so wie es aussieht, nicht ausgelagert. Also lasst uns noch mal eine weitere Rumdistillerie bauen. Eine weitere, Entschuldigung. Nein, kein Kokosnussernter. Das war nicht das, was ich wollte. Einen weiteren... Bam, Plantage. Eine weitere... Zuckerplantage. Die man wunderbar jetzt hier da so hinklatschen kann. So. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit hier... Hoppala. Halt, die Straße doch da nicht hinmachen. Mehr hier hinzupacken. Kalte Kriegerwerke in moderner Zeit. Na, da kann ich nichts verbessern. Es könnte daran liegen, dass ich hier die Multikultur am Laufen habe. So, ich erhöhe jetzt hier nochmal die finanziellen Mittel. Ausländischen Arbeiter einstellen. Yo. Ich will, dass die Leute jetzt hier die Jobs erledigen. Sehr gut. Du sollst ja auch loslegen, mein Freund. Entschuldigung, altes Haus. Ich habe ein klitzekleines Anliegen. Oder wie in diesem Telegramm steht, das ich heute Morgen erhalten habe, soll das übermäßige, ehrgeizige, egoistische Insekt, ich glaube, das sind Sie, tun, was ihm befohlen wird, ohne Fehler zu machen. Sie werden keine Fehler machen, oder? Die Ohren des letzten Tollpatsches sind noch immer an den Pranger genagelt. Okay, ich soll eine Exportroute für die Krone mal wieder erfüllen. Wir arbeiten daran. Miep. Zucker. Ja, müsste ja nicht bald losgehen. Rum arbeiten wir auch schon daran. Also Zucker müsste ja nicht bald losgehen. Fisch an und für sich auch. Warte mal, ich muss den Leuten verbieten, Fisch zu essen. Hört auf, Fisch zu essen, ihr Schweine. Das ist... unglaublich wichtig, dass wir jetzt hier den Fisch jetzt mal in den Griff bekommen. Ich hole mir jetzt hier mal ausländische Arbeiter ran. Ganz, ganz wichtig. Im Stil der Vorfahren. Oh. Treibnetz geht noch nicht. Bettnetz. Basiseffizienz wird erhöht. Ja, wird halt die Region überfischen. Aber das wissen wir zu der Zeit natürlich noch nicht. Wir waschen unsere Hände im Blute Unschuldiger, wie immer. Ein weiterer Fischereihafen wäre eine Möglichkeit. Oh, krass, das geht sogar hier. Dann baue ich da noch einen weiteren Fischereihafen hin. Ich hoffe, dass das hier so angeschlossen geht, ansonsten blutet mir nämlich gleich der Arsch. Das wäre jetzt äußerst ungünstig, wenn das jetzt nicht funktionieren würde. So, seht zu, dass ihr das Ding ja mal schneller baut, Leute. Hohe Prio und so. Wir wollen ja schließlich mehr Zucker haben. Papa braucht ein neues Paar Schuhe und so. Aus Zucker natürlich. Aus Zuckerrohr. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon die Planken bald exportiert. Das ist sehr gut. Und fertig. Auch hier gehen wir auf die Multikultur. Maximale Möglichkeiten hier quasi natürlich nachhaltig zu wirtschaften. Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Oh Mann. Man sieht eine Menge Leute hier von extern einstellen, was auch wiederum bedeutet, dass die wiederum Wohnraum wollen. Aber wir haben momentan eigentlich kaum Obdachlose. Fraktionsruf. Das einzige, was ich nicht verstehe, ist, wo ich nachprüfen kann, wie lange meine Mandatschaft noch geht. Können wir hier noch verbessern? Mehr Wachen. Ja, bitte. Denn wir sind paranoide. Sehr paranoide. So, genau, die werden jetzt hier so nach und nach eingestellt. Die müssen, glaube ich, auch ungebildet sein. Aber die sind gut situiert, aber ungebildet.
Okay, das ist witzig. Okay. Ja komm, wir sind so ein bisschen egoistisch. Natürlich geht das Budget hier nach oben. Jetzt gucke ich mal, wie das jetzt hier aussieht mit der fiskalischen Situation nochmal der Leute. Arbeitslos ist einer. Ein Ungebildeter. Gesamtzufriedenheit geht auch hoch. Wir haben zwei arme Obdachlose. Na gut, die werden sich wahrscheinlich ihre Bretterhüten zusammenschustern. Aber wahrscheinlich erst beim nächsten Mal. Oh, da fällt ein Bäumchen. Zum ersten Mal gesehen. Okay, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüssi und Ade.